Moin, meine Freunde. Neue Folge, neues Glück, würde ich sagen. Ihr habt hier ein bisschen schicker gemacht. Und ich habe alles eingeladen, damit wir jetzt endlich unsere Steuern bezahlen können. Warte auf ein Ereignis. Das will ich doch gar nicht. Ich will meine Steuern bezahlen. 2600 Münzen. Wir brauchen für die 2600 brauchen wir viel Zeug. Und deswegen sind wir hier gerade am Zusammenkratzen, was wir alles haben. Und wo wir noch was finden können, was wir verkaufen können. Wir brauchen nämlich Geld. Und wir haben noch einen Eintopf. Noch ein bisschen Fleisch mit Soße. Und ein bisschen Süppchen. Nicht mehr viel, aber ein bisschen. Ah, vergoren haben wir nicht mehr viel. Aber Leinsamen. Ich werde auch noch ein paar Felder für Leinsamen einsetzen. Ich weiß, ich habe seit sehr, sehr langer Zeit schon den Kommentar. Den habe ich auch gelesen. Ich kann doch nicht alles gleichzeitig, Freunde. Manchmal brauche ich dann einen Moment. Letzte Folge haben wir erst ein paar andere wichtige Sachen gemacht. Jetzt kümmern wir uns darum. Obwohl. Warte, warte, warte. Rückzug! Jot. Ich habe ja neue Felder gemacht. Und die Kirschbäume sind schön groß geworden. Und wir könnten ja noch Felder hier machen. Ist ja nicht so, als hätten die zu wenig zu tun. Zu viel? Zu wenig? Ach, keine Ahnung. Ist das hier ein Weg? Und deswegen machen wir hier noch einmal ein Feld. Ah, oh, läuft ja echt flockig. Gut, passt. So, nochmal ein Fältchen mit, was machen wir da rein? Ich glaube, Leinsamen. 7x12. So, jetzt haben wir da Leinsamen. 84. Genauso viel, wie wir noch haben an Samen. Vielleicht geben wir die Samen dann doch wieder zurück. Weil die werden ja hier auch noch das Feld machen. Okay, die Leinsamen tun wir zurück. 200 Leinsamen, wenn wir brauchen, die werden wir alle einsehen. Gott, ich werde dann schwimmen in Leinsamen. Ist, wie es ist. Hier, Leinsamen, kannst zurückhaben. Rest verkaufen wir. Komm her, Pferd. Bist du? Ja. Na gut, hoffentlich können wir die Steuern zahlen. Mit dem bisschen, was überbleibt. Kann ich sonst hier auch verkaufen? Ach, guck mal, so viel Gänse wieder. Ah, Gänseküken, männliche. Verkaufen wir. Die sind nur 400 wert. So, wird verkauft. Haben wieder ein bisschen Asche. Für die Schweinchen geht's gut. Und wir haben drei kleine Schafe. Zweimal Lamm und einmal Schaf. Ah, nee, ist auch gut. Ach, nee, noch ein Fohlen. Aber der ist endlich eine Stute geworden. Sehr gut. Dann können die ja bald, wenn wir noch einen zweiten Arbeiter finden. Ja, wir müssen mehr Häuser machen. Wir müssen mehr Leute engagieren. Wir brauchen jetzt demnächst mehr Feldarbeiter. Und wir haben ja auch immer noch nicht genug Leute für die Mine später, wenn wir die bauen können. Also wir werden nochmal 3, 4 Häuser bauen. Aus Stein. Und wenn ich noch mehr Häuser baue, brauche ich wieder einen Holzfäller. Ich habe so schon zu wenig Holzfäller. Die werden immer so schnell Mutter. Ich habe jetzt 4. Und ich habe noch 3 Ersatz. Die wollte ich eigentlich später in die Mine schicken. Irgendwann kriegen die ja keine Kinder mehr. Stell dir mal vor, ganz viele neue, tolle Arbeiter. Bald sind wir da.
So, dann sind wir. Eins, warte mal, dann erstmal zu dir. Also, zeig mir, was du hast. Ich gebe dir alles, was ich habe. Da, 700 Öcken. Oh, du bist leer. Geh weg, dich brauche ich nicht mehr. Immer nur dich. Den Kuhmann. Das ist gut. Nicht mehr so viel, ne? Das war's. Eisensense. Ich hab eine Eisensense, wusste ich ja gar nicht. Eine Eisenhacke. Ja, läuft. Direkt verkaufen. Ja, ich hab nichts mehr, was ich dem verhökern kann. Für die paar Groschen, die er hat. Hashtag Wegericht, das Wegericht brauche ich selber. Mit zu viel Arbeit, das immer zu pflücken. Ja, what? Ah, haben fast das Geld zusammen. Guten Tag, gnädige Frau. Ich wollte Ihnen mal meine neue Eisensense vorstellen. Schick, ne? Ja, finde ich auch. So, Freunde, jetzt könnte ich mir überlegen, mache ich den Bronzehammer weg? Und die Antwort ist ja. Der Rest brauchen wir noch. Ist wie es ist. Und ist wieder Frischfleisch dabei? Na, Diplomat, was will ich? Noch bringt mir ein Diplomat nichts, aber ich denke später, wenn wir Händler haben. In unserem Dorf. Einmal bezahlen wir dich. Ja, wär glücklich. Ich bin so dämlich. Ich wollte schnell speichern und hab schon wieder schnell. Bitte erschießt mich. Das ist so dieser Moment, wo du denkst, so, jetzt habe ich hier ganze Folge gemacht. Und bin wieder da, wo ich am Anfang der Folge war. Gucken wir jetzt mal, wo wir rauskommen. Okay, das wird echt tricky. Mein Bauchgefühl sagt, wir haben nicht gespeichert, nachdem wir aufgewacht sind. Also müssen wir das Feld nur anlegen und wieder rüberreiten. Warte mal. Ihr habt doch hier Autosave. Im Frühling? Warum fange ich jetzt... Ach, Schnellspeicherung. Vielleicht haben wir Glück, Leute. Vielleicht, Freunde, haben wir nochmal Glück und können hier nochmal weitermachen. Neue Runde, neues Glück. Alle einsteigen, Marken rausholen, wie früher auf der Kirmes. Gibt's schon lange nicht mehr, ne? Ich erinnere mich noch, als ich ein Kind immer auf der Kirmes war. Du warst ja dann in dieser kleinen Kassenhütchen. Hast du dann deine Marken geholt? Und dann bist du auf die Raupe gegangen. Oder auf die Schmetterlingsbahn. Und da gab es noch den Breakdancer. Wisst ihr denn noch, was bei euch früher da alles gab für Attraktionen? Später kam ja dann diese ganze Highscore-Aktion, wo du dann, wie heißt das? Na, wie auch immer. Auf jeden Fall, wir haben Glück gehabt. Der hat automatisch da gesaved, wo wir aufgehört haben. Also wir haben keinen Verlust. Gut. Ich könnte das jetzt rausschneiden. Mache ich aber nicht. Dafür ist die Folge heute 1-2 Minuten länger. So. Also das haben wir gemacht. Du. Ei, was willst du? Darf ich dich etwas fragen, ja? Ja, klar. Was willst du haben? Gut. Was habe ich dem gegeben? Was habe ich denn gegeben? Ein Steinmesser. Der wollte ein Steinmesser haben. Ja gut, müssen wir ein neues Steinmesser eben machen.
5 Stöckchen, ne? Fast zu viele Stöcke genommen. Hier liegen bestimmt auch noch irgendwo Steine rum. Kann doch nicht so schwer sein, hier 2 Steinchen zu finden. Irgendwo am Wegesrand. Oder doch? Früher jeden dritten Schritt über irgendeinen Stein gestolpert und jetzt findest du keinen mehr. So. Da haben wir das für einen. Haben wir das Steinmesser auch schon wieder. So. Ja. Komm, kleine Stute. Los, Sander. Reite geschwind. Reite mit dem Wind. Wo müssen wir hin? Also, wir brauchen 2 Sachen. Wir brauchen Häuser und wir brauchen mehr Geld. Und da wir so wenig haben, um Werkzeuge zu machen, müssen wir jetzt erstmal in unsere wohlverdiente Höhle. Zack. Und da die wohlverdiente Höhle... Oh Gott. Wohlverdiente Höhle hat einen Bären. Und ich habe nur noch 4 Bolzen. Weil der Bogenschießwettbewerb mich so leer gemacht hat. Ich muss mir dann doch erstmal in die Stadt. Wenn wir es schaffen, mit 4 Bolzen einen Bären zu töten, reicht uns das. Ich habe extra eine Spitzhacke da gelassen. Ich hoffe schon. Okay. Jetzt die richtige Taste drücken. Und runter. Sieht gut aus. Kein Bär in Sicht. Ich sehe keinen Bär an ihr. Gut, ab dafür. Gut, dass wir hier sind. Oh oh, ich häng fest. So. Was brauchen wir? Wir brauchen Erze. Und eine Fackel. Boah, dieses Pferd ist im Weg. Ja, gut. Perfekt gedreht, kleines Pferd. Salz, 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 Zinn. Zinn ist wichtig. Toshi, du hast unsere letzten Kommentare nicht gelesen. Ihr wollt keine Farming-Folgen. Oh, nee, habe ich noch nicht gelesen, weil ich die Folge noch vorproduziert habe. Ach ja, vielleicht lese ich sie beim nächsten Mal. Nein, ich lese die Kommentare natürlich immer. Natürlich nicht, wenn ich vorproduziere. Und was auch immer ihr in der letzten Folge geantwortet habt, ihr werdet auf jeden Fall früher oder später sehen, dass ich mich daran halte. Sofern es für mich umsetzbar ist. Muss ja alles in einem gewissen Rahmen sein. Dann machen wir aber auch nur jeden zweiten Tag Medieval Dynasty Folgen. Beziehungsweise eigentlich, wir machen ja 4 Folgen die Woche. Ist ja mehr als die Hälfte. Ich würde sagen, wir brauchen Steine. Aber brauchen wir nicht. So, noch ein bisschen Kupfer. Kriegen wir jetzt locker schnell durch. Locker flockig. Ein Pferd kann nicht ganz so viel tragen, oder? So war das doch. Das Pferd war nicht ganz so stark.
Hab den schon mit 26 zugekippt. Hier passt du nicht mehr bei dem rein. Genau, mehr Zinn brauchen wir. Das Volk will Zinn. Eigentlich wäre es Zinn, Volk Eisen, aber da sind wir noch weit von entfernt. Und genießt ihr das tolle Wetter im Moment? Weiß nicht, wahrscheinlich regnet es, wenn ich das hier aufgenommen habe. Ach ja, passt schon. Da gucken wir mal, was wir dem noch reinquetschen können im Gaul. Weil ich bin faul und quetsche mir dem Gaul das Zeug ins Maul. Das reimt sich sogar. Lol. Ja, der ist überladen. Aber das ist ja nicht mein Problem, ist sein Problem. Wir quetschen jetzt so viel rein, wie es geht. Und dann reiten wir wieder zurück Richtung Heimat, solange wir nicht vom Bären gefressen werden. Ich bin aber auch heute hellwach. Nur irgendwie bin ich gerade nicht so in Redelaune. Frag mich nicht warum. Sonst quatsche ich euch immer voll. Heute genießen wir einfach mal einen schönen, ruhigen, kleinen Folge. Stream wäre zu viel. Erforderlich Mine. Da haben wir heute viele Rettungswagen. Das hätten wir ja alles leer geleckt. Naja, nicht mehr viel zu holen, ne? Ah, da haben wir noch was. Eines finden wir noch. Steuern gezahlt. Kupfer und Zinn geholt. Also ich würde sagen, das war ein guter Fortschritt. Vor allem sammeln wir damit die ganze Zeit Erfahrung und Punkte, damit wir unsere gottverdammte Mine machen. Und da ist ja nicht mehr so viel. Ah ja, gut. Noch 800, 700, 720 Punkte, die fehlen. Ja, gut. Und dann irgendwann können wir auch ein Haus. Ja. Im Inneren befindet sich ein Lagerfeuer. Cool. Ja, Rennen ist noch nicht. Hey, da ist noch was. Toshi, du kleines Trüffelbärchen. Du findest ja hier alles nochmal in den Enden. Ui, ist da noch ein Gang? Ne, da komme ich her. Hier, den Gang hatte ich schon. Da höre ich unseren Sander. Unsere Sander. So viel Zeit muss sein. So, jetzt gehen wir einen Zinn ab. Speichern.
Ja, schnell speichern. Und tragen nach Hause, was wir können. Oh, immer noch zu voll. Ei. Ei. Oh, da ist noch so viel Erz. Ich will eigentlich nicht nochmal zurücklaufen. Sind nur noch 3, 4. Oh, hier sind 5. Ja, gut. Einmal müssen wir noch. Bitte. Komm jetzt kein Bär und töte mich. Nimm den Gaul, aber lass mich in Ruhe. Oh Gott, da ist ein Bär. Ah, wir haben es gleich geschafft, Freunde. Wir haben es gleich geschafft. Ich will mich nicht mit dem Bärchen anlegen. Die riechen sowas, wenn die eine Schlacht gewinnen können. Achso. Guck mal, das Pferd hier rein. Zack, zack, zack. Oh, wie viel Erz wir gesammelt haben. Ich glaube, ich habe dir auch die Ability ein bisschen gesteigert, damit wir jetzt viel besser Sachen sammeln. Einmal speichern und noch einmal, mein junger Hüpfer. Los, Sander. Reite wie der Blitz, wenn wir jetzt hier lang gehen, ohne vom Bären getötet zu werden. Okay, Leute, Augen zu und durch. Sind wir tot? Sind wir tot? Noch nicht, aber gleich. Oh Gott. Wo willst du hin? Zeig mir dein hässliches Gesicht. Als wären 4 Bolzen nicht genug für dich. Du hast mich das letzte Mal angegriffen. So, gut, dass wir das geklärt haben. Also wir haben jetzt neue Ability. Steady Heart. Stetiges Zielen. Das ist gut für den Schießwettbewerb. Den Ziegenwettbewerb. Weniger Geräusch beim Schleichen. Das brauche ich alles nicht. Und die Fliege ist wieder weg. Hat so eine Fliege reingeflogen, eine Rutte. Oder ist sie wieder? Und rausgeflogen, und jetzt ist sie wieder reingeflogen. Okay, die muss ich nachher jagen. Und das hier machen wir als erstes. Das gefällt mir gut. Oh ja. Jetzt darf ich nicht mehr so zittern. Na, es hätte besser sein können. Gut. So, Freunde, ich hole mir jetzt noch hier ganz schnell den letzten Rest und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, euer Toshi. Und ciao. Na, warte. Das heißt, bis dunkel geworden. Also, ciao.